Gut. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Diesen sehr formalen Rahmen hier habe ich mir nicht ausgesucht. Böse Zungen würden ihn als typisch deutsch bezeichnen, aber das würde ich nicht sagen. Es kommt verschärfend hinzu, dass ich wegen der Kamera den Spielraum zwischen hier und hier nicht verlassen darf. Das heißt, ich bin in dieser Gummizelle gefangen und werde sozusagen trotzdem versuchen, hier einigermaßen locker euch zu vermitteln, was ich vorbereitet habe. Ich bin das erste Mal in Niedersachsen. Das ist für mich ein kurzes, aber trotzdem interessantes Experiment. Ich habe es bis jetzt nur geschafft bis Nordrhein-Westfalen und Berlin. Und ich bin eigentlich, also ich komme eigentlich aus Wien, bin eben am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter, promoviere in Wien und unterrichte dort an der Fachhochschule die Volkswirtschaftslehre Kurse. Und einige von euch hatten das Vergnügen mit uns, oder wir hatten das Vergnügen mit euch in Wien zu diskutieren, vor ein paar Monaten, das war Ende Juni, zu dem eher demokratiepolitischen Themen, und das war sozusagen, glaube ich, eher meine Rolle als politischer Aktivist in der österreichischen Sozialdemokratie. Heute schlüpfe ich, glaube ich, eher in die Rolle des keynesianischen Ökonomen, und der Christian hat mich gebeten, hier einen eher ökonomisch orientierten Vortrag zu halten. Nichtsdestotrotz für all jene, die sich auch für Fragen der Parteipolitik interessieren, ich weiß nicht, werden wir nachher auf ein Bier gehen, nehme ich an, oder sowas, bin ich auch gerne, würde mich auch sehr interessieren, mit allen, die das wollen, die Fragen der Demokratie, unserer aktuellen Demokratie zu diskutieren. So. Gut, ich habe die Staatsschulden als Thema ausgewählt, weil es eines der am meisten, aus meiner Sicht am meisten mystifizierten Themen unserer Zeit ist. Ich glaube nicht, dass sie problemlos sind, die Staatsschulden, aber ich habe den Eindruck, dass sie bewusst von gewissen politischen Gruppen als das primäre Problem unserer Zeit betrachtet werden. Sie sind aber für mich sozusagen ein Problem dritter oder vierter Ordnung, verglichen mit anderen ökonomischen Problemen, die wir haben. Das heißt, ich würde nicht abstreiten, dass eine gewisse Ebene von staatlicher Verschuldung negative Konsequenzen hat, bin aber der Auffassung, dass es sehr viel wichtigere Themen gibt, und ich möchte kurz versuchen zu erläutern, warum ich das glaube. Dafür bin ich sehr dankbar, vor allem für die erste Hälfte dieses Vortrags, dem Fabian Lindner. Das ist ein Kollege von mir am IMK, der sich sehr ausführlich beschäftigt hat mit diesen Fragen, und zwar mit der Frage, eigentlich mit der Buchhaltung, die Saldenmechanik ist sozusagen die ökonomische Buchhaltung, und wenn man sich die sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der aggregierten, also auf der ökonomischen Ebene ansieht, dann bekommt man einen ganz neuen Blick auf diese gesamte Verschuldungsfrage, und er hat sich dabei eingelesen bei einem Ökonomen, der Wolfgang Stützel heißt und in Saarbrücken Professor war und der in den 60er Jahren im Beirat, im Sachverständigenrat zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gesessen ist. Ihr kennt das vielleicht aus den Medien, das ist dieses fünfköpfige Gremium, das die Bundesregierung in ökonomischen Fragen berät. Da sitzen vier beinharte Neoklassiker drinnen und ein Keynesianer, das ist der Bofinger aus Würzburg, der selbst ein Stützelschüler ist. Und der Wolfgang Stützel ist ein Liberaler. Und das Spannende sozusagen an ihm ist, dass er ohne jetzt irgendwie ein Keynesianer oder ein Sozialdemokrat oder sonst verdächtig zu sein, ideologisch jetzt sozusagen an die Sache heranzugehen, versucht hat, einfach aufgrund von gewisser Logiken, von gewisser makroökonomischer Zusammenhänge, diese Schuldenfrage zu betrachten. Und mit der Saldenmechanik einen sehr, sehr wertvollen Beitrag zur ökonomischen Wissenschaft gelegt hat, der aber in der zeitgenössischen Ökonomie leider völlig unterberücksichtigt ist. Gut. Wir haben in der Ökonomie einen großen Streit über das Wesen des Menschen. Vielleicht ist Ihnen bekannt die Figur des Homo economicus, die vorherrschende Rechenmaschine in der Neoklassik. Das ist ein Menschenbild, wo man davon ausgeht, dass es einen prototypischen Akteur gibt,
der typisch, der die gesamte Gesellschaft repräsentiert, der die Summe aller Individuen repräsentiert und der gewisse Eigenschaften hat. Und all jene von euch, die sich mit Ökonomie beschäftigen, kennen den. Der ist perfekt informiert, der hat eine klare Präferenzenordnung. Alle Homo economicus haben die identischen Präferenzen. In letzter Konsequenz ist durch den Homo economicus eigentlich gar keine Vielfalt von Individuen oder Nachfragenden am Markt möglich, sondern es gibt einen Typus. Und dem werden einfach sozusagen gewisse Eigenschaften deduktiv angedichtet. Und man geht davon aus, das ist die optimale Beschreibung menschlichen Verhaltens. Das bedeutet, man interessiert sich in keinster Weise für Psychologie, Anthropologie, Soziologie. Man würde das alles ausklammern in der Ökonomie. Man würde sagen, oder in der neoklassischen Ökonomie, man würde sagen, gut, die beschäftigen sich mit anderen Fragen, diese ganzen, oder alle ihre empirischen Herangehensweisen interessieren uns nicht. Wir haben eine prinzipielle Auffassung davon, wie der Mensch ist, und der agiert in erster Linie nach seinem Interesse, und das ist die wahrste aller Aussagen über die Menschen. Und weil wir diese wahrste aller Aussagen über die Menschen haben, ist unsere Disziplin, die Ökonomie, auch die Königin der Sozialwissenschaften. Das wäre sozusagen die Denkweise eines Neoklassikers. Und auf der keynesianischen Seite würde man ganz andere Verhaltensannahmen unterstellen. Man würde davon ausgehen, dass es sowas gibt wie fundamentale Unsicherheit, während es in der Neoklassik rationale Erwartungen gibt. Er kann die Zukunft berechnen, der Homo economicus kann die Zukunft berechnen. Er kann alle Wahrscheinlichkeiten in der Zukunft mit seinem riesigen Rechenapparat verarbeiten. Während in der keynesianischen Ökonomie auf Unsicherheiten oder sogenannte Animal Spirits, also irgendwelche irrationalen, spontanen Eingebungen, Herdenverhalten oder Unternehmensintuition, Unternehmerintuition, während in der keynesianischen Ökonomie eher auf solche menschlichen Verhaltensweisen fokussiert wird. Grob gesagt könnte man sagen, die Neoklassik hat vielleicht einen starken Fokus auf die Mikroökonomie. Das heißt, sie geht von einzelnen Akteuren aus und schließt von denen auf die gesamte Volkswirtschaft. Das Ganze ist die Summe seiner Teile. So wie sich ein Akteur, ein Individuum und ein prototypisches Unternehmen, es gibt eigentlich keine Unternehmen, es gibt nur Präferenzbündel und Güterbündel. Und so wie sich diese Präferenzbündel und Güterbündel auf Märkten begegnen, so begegnen sie sich in der ganzen Volkswirtschaft. Und das Gegenmodell ist eine makroökonomische Denke, die sagen würde, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und ich persönlich glaube, in dieser ganzen Auseinandersetzung, dass der Gegenstand oder der wissenschaftliche Gegenstand von Ökonomie rechtfertigt sich aus meiner Sicht überhaupt nur über die Existenz der Makroökonomie, weil die Mikroökonomie eine logische Scheinwelt ist, mit logischen Schwächen übrigens, eine logische Scheinwelt ist, die mit der Realität in keinem unmittelbaren Zusammenhang steht, die uns eigentlich nicht hilft, Aussagen über die Realität machen zu können. Weil sie ja sozusagen alle anderen Herangehensweisen an menschliches Verhalten, wie vorher genannt, alle anderen Disziplinen ignoriert. Das heißt, ich glaube, wir können aus der Mikroökonomie fast überhaupt nichts lernen. Und dann bleibt die Makroökonomie und dann bleiben sozusagen Zusammenhänge, die nicht erklärbar sind über individuelles Verhalten, sondern die gewisse Gesetzmäßigkeiten sind, die keine andere Wissenschaft erklären kann. Das zeigt sich oftmals in Krisen oder das zeigt sich bei Wechselkursveränderungen oder es zeigt sich bei Kapitalflucht oder es gibt viele Punkte, wo man sagen kann, okay, hier braucht man irgendjemanden, der in der Lage ist, das zu erklären. Und ich glaube, dass es die Rechtfertigung dessen, dass es überhaupt Ökonomie gibt, ist für mich die Makroökonomie. Das ist meine sehr persönliche Einstellung. Und der Wolfgang Stützel sieht das durchaus ähnlich. Er würde es vielleicht nicht so radikal formulieren, aber er hat damals gesagt, okay, es mag viel Streit geben über das Wesen des Menschen und über das oder jenes Macht und was das für Auswirkungen hat. Aber selbst wenn sich der Mensch noch so ungewöhnlich verhalten würde, es gibt trotzdem allgemeingültige Zusammenhänge, die lassen sich unabhängig davon beobachten. Dafür brauche ich keine Aussage über menschliches Verhalten. Das sind sozusagen ökonomische Kausalitäten oder vielleicht sogar Gesetzmäßigkeiten. Und der Stützel beschäftigt sich ganz stark mit dem Verhältnis von der Realwirtschaft zur Finanzwirtschaft. Und der Fabian Lindner, mein Kollege, hat das eben dankenswerterweise
sehr schön aufgearbeitet und zeitgenössisch interpretiert. Und der Schlüssel sagt, es gibt zwei triviale, aber streng korrekte Aussagen über die Relation von der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft. Und das eine ist, des einen Ausgaben sind immer die Einnahmen des anderen. Es gibt keinen Käufer ohne Verkäufer. Jede Ausgabe ist eine Einnahme. Das ist streng korrekt. Und die zweite ist, das eine Guthaben sind immer des anderen Schulden. Es gibt keinen Gläubiger ohne Schulden und umgekehrt. Ein finanzielles Guthaben oder ein finanzielles Guthaben auf Ihrem Bankkonto kann nicht bestehen, wenn Sie nicht wer anderer verschuldet. Das hat keinen intrinsischen Wert. Das ist die Verschuldung von wem anderen. Das heißt, die zwei wichtigen Aussagen, die er sozusagen einmal voranstellt, seinem Denken ist, jede Einnahme ist eine Ausgabe, jeder Schuld steht ein Guthaben gegenüber. Und dann gibt es sogenannte Rationalitätsfallen. Das sind Aussagen, die für ein Individuum korrekt sind, aber für die Gruppe oder für das Aggregat, in der Ökonomie reden wir von Aggregaten, das ist die Gesamtheit, wenn wir aggregieren, für das Aggregat falsch sind. Und das ist das berühmte Theaterbeispiel, das vielleicht einigen von euch schon untergekommen ist. Wenn im Theater eine Person aufsteht, sieht sie besser als vorher. Und das stimmt für diese Person. Aber wenn alle im Theater aufstehen, dann sieht niemand besser als vorher, aber alle müssen stehen. Und die Aussage, alle können ihre Sicht durch Aufstehen verbessern, wäre eine Rationalitätsfalle, wo man aus seiner individuellen Logik heraus, dass man durch Aufstehen seine Sicht verbessern kann, Rückschlüsse zieht auf die Gesamtheit, aber in die Falle tappt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Und Stützel hat folgendes Bezugssystem geprägt. Er sagt, okay, es gibt drei Bezugsgruppen. Das erste sind individuelle Einheiten. Personen oder Gruppen oder eine Teilwirtschaft, zum Beispiel eine nationale Ökonomie. Dann die zweite Ebene ist die Beziehung zur Komplementärgruppe. Das heißt, wenn es zum Beispiel, wenn die Welt aus zwei Ökonomien besteht, dann ist die Beziehung zwischen diesen beiden Ökonomien die zweite Ebene. Oder wenn man sich vorstellt, der Schlüssel sagt, die Komplementärgruppe ist auch, wenn es nur ein einziges Individuum die Komplementärgruppe ist, sind es trotzdem zwei Gruppen. Das heißt, alle Mitglieder des Aggregats minus eins, dann ist der eine die Komplementärgruppe zum Rest. Prinzipiell ist immer die Beziehung zu den anderen. Und dann gibt es das Aggregat aller Einheiten. Okay? Das heißt, individuelle Einheiten, die Einheiten zueinander in Relation und das Aggregat. Und dann versucht Stützel, verschiedene Aussagen zu treffen, die für verschiedene dieser Gruppen richtig sind. Der Partialsatz sagt, der gilt für die individuellen Einheiten, wenn eine Person im Theater aufsteht, sieht sie besser. Der Relationalsatz sagt, wenn eine Person im Theater aufsteht, sieht sie nur dann besser, wenn die anderen sitzen bleiben. Das heißt, hier bekommen wir eine Kondition, die Relationalgruppe hineinbringt. Und der Globalsatz wäre, wenn alle im Theater aufstehen, sieht niemand besser. Und somit beschreibt er sozusagen, mit diesen drei Sätzen versucht er, diese drei Akteursebenen zu beschreiben. Der Rationalitätsfall ist die Anwendung einer Partialaufsage auf die Gesamtheit, auf das Globale, auf die gesamte Ökonomie. Und jetzt werden wir uns ganz kurz anschauen, wenn wir jetzt diese zwei, wenn wir Guthaben und Schulden auf der einen Seite haben und Einnahmen und Ausgaben auf der anderen Seite, jene von euch, die sich schon in irgendeiner Weise mal mit Buchhaltung oder mit Betriebswirtschaft auseinandergesetzt haben, die kennen den Unterschied zwischen Stocks und Flows oder zwischen Beständen und Erträgen oder Beständen und Flüssen. Und die Bestände, die Guthaben und die Schulden, das sind die Bestände und die Einnahmen und die Ausgaben, das sind die Flüsse. Und wir werden uns jetzt diese Bestände und Flüsse nochmal kurz abstrakt anschauen. Es wird sich vielleicht für euch noch nicht ganz erschließen, was die makroökonomischen Implikationen dieser nächsten 15 Minuten sein werden. Aber in 16 Minuten werden wir das dann hoffentlich klären können. Schauen wir uns die Bilanz eines Individuums oder einer individuellen Gruppe an. Die Bilanz einer Einheit, für die da ein Partialsatz gilt. Die hat zwei Formen von Guthaben. Reales, also Sachguthaben, Non-Financial Assets und finanzielle Guthaben. Und die finanziellen Guthaben unterscheidet der Stützel noch einmal in Zahlungsmittel, sprich Geld und andere finanzielle Guthaben. Das können sein Aktien, Wechsel oder was auch immer. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Wichtig ist, es gibt zwei Formen von Assets für das Individuum, finanzielle und nicht finanzielle. Und es gibt
Liabilities, es gibt Verbindlichkeiten, die Schulden stehen diesem Guthaben gegenüber. So. Und in dem Ausmaß, in dem das Guthaben die Schulden überschreitet, in dem Ausmaß hat man ein Reinvermögen oder ein Eigenkapital, Net Worth. Das ist ganz einfach buchhalterischer Zusammenhang. Und wenn jede Forderung einer Verbindlichkeit gegenübersteht, dann ist die Summe aller Forderungen und Verbindlichkeiten in der Ökonomie null. Ist das logisch? Wir haben vorher gesagt, jedem Guthaben steht eine Schuld gegenüber. Und wenn ich die alle addiere, alle Schulden und Guthaben, für die globale Ebene, für das Aggregat, ist es dann null. Das ist, wenn es da Fragen gibt, dann bitte fragen, weil das ist ganz wichtig. Bitte sehr. Also ich habe Schwierigkeiten mit dem Satz. Das kann aber auch daher kommen, dass ich aus einer Richtung komme. Was machst du denn mit so einer Warengeldtheorie? Also wenn ich in Kalifornien Goldrausch Gold gefunden habe, dann ist das ja irgendwie mein Einkommen, mein Wert. Aber dem steht ja keine Schulden gegenüber. Wir reden von Financial Assets. Ja? Okay, also rein so, was ich auf dem Konto habe. Kein Sachguthaben. Okay. Das Gold wäre hier bei den Non-Financial Assets. Ja? Das wäre bei den nicht-finanziellen Vermögen. Für die gesamte Volkswirtschaft besteht das aggregierte Eigenkapital nur aus nicht-finanziellen Vermögen. Das ist eigentlich völlig sonnenklar, ne? Weil Geld ja nichts wert ist. Das heißt, wenn wir alle Guthaben und Schulden miteinander addieren, dann bleibt ja nur das Realkapital über. Das, die Straßen, die Infrastruktur, das Know-how, das wir haben, die Maschinen, die Fabriken und so weiter. Das heißt, für die globale Ebene gilt, dass das einzige existente Vermögen aus volkswirtschaftlicher Sicht ist reales Vermögen. Aus individueller Sicht ist es natürlich anders, weil da Geld eine Rolle spielt. Aber auf volkswirtschaftlicher Ebene ist es natürlich nicht der Fall. Die Summe der nicht finanziellen Vermögen entspricht dem Kapitalstock. Und als Kapitalstock bezeichnen wir in der Volkswirtschaft unser gesamtes reales Vermögen. Das wäre eben auch Know-how oder Humankapital. Und die Gesamtwirtschaft kann niemals finanzielles Vermögen ansparen. Also für die globale Ebene, das kann sein entweder eine geschlossene Volkswirtschaft wie Nordkorea oder es kann sein die gesamte Welt. Die gesamte Welt kann nicht sparen. Sie kann finanziell nicht sparen, es geht nicht, weil alle Guthaben und alle Schulden sich auf Null addieren. Die einzige Möglichkeit, wie die Welt sparen kann, ist, indem sie ihr Realvermögen ausweitet. Aber finanziell kann sie nicht sparen, sie kann nur real sparen. Und das ist investieren. Partialsatz. Individuelle Einheiten können ein finanzielles Eigenkapital, das von Null abweicht, aufweisen. Ganz klar. Alle von euch, die schon mal ihr Konto überzogen haben, wissen, es geht. Man kann ein anderes Eigenkapital als von Null aufweisen. Relationalsatz. Individuelle Einheiten können nur in dem Ausmaß ein finanzielles Vermögen ungleich Null aufweisen, indem die Komplementärgruppe bereit ist, ihr finanzielles Vermögen entsprechend zu halten. Es kann sich nur jemand Geld ausborgen, wenn jemand anderer das Geld auch herborgt. Und es kann jemand nur ein Geld verborgen, wenn sich irgendjemand dieses Geld ausborgt. Globalsatz, das finanzielle Eigenkapital der Gesamtwirtschaft ist null. Ihr Eigenkapital entspricht dem realen Kapitalstock. Okay. Und so würde dann die Bilanz des Aggregats ausschauen. Es gibt keine Financial Assets. Das heißt, die Non-Financial Assets entsprechen dem Eigenkapital. Das, was wir wirklich an Wert haben aus volkswirtschaftlicher Sicht, das ist unser Sachkapital. Ist auch klar, weil das Geld einfach nichts wert ist. Ist das logisch? Okay. Gut, dann kommen wir zu den Flüssen oder zu den Erträgen und schauen uns an. Alle ökonomischen Einheiten haben eine Leistungsbilanz. Die Leistungsbilanz kennt ihr vielleicht aus der ökonomischen Handelstheorie.
man spricht immer von der Leistungsbilanz einer Volkswirtschaft. Der Stützel würde sagen, jede individuelle Einheit hat eine Leistungsbilanz. Und wer mehr Einnahmen als Ausgaben hat, verzeichnet einen Überschuss in der Leistungsbilanz. Und wer mehr Ausgaben als Einnahmen, verzeichnet ein Defizit in der Leistungsbilanz. Und Bewertungen in der und Bewegungen in der Leistungsbilanz müssen finanziert werden. Das führt zu einer entsprechenden Bewegung in der Finanzbilanz, Kapitalbilanz. Ich glaube, das werden wir weglassen, weil das vielleicht ein bisschen nicht so relevant für unseren Punkt ist, den wir hier machen wollen. Und beim Brotkauf beim Bäcker habe ich eine Ausgabe in der Leistungsbilanz des Kunden. Das ist eine Ausgabe. Das heißt, in der Leistungsbilanz des Kunden wird diese Ausgabe verzeichnet. Gegengleich dazu in der Finanzbilanz oder Kapitalbilanz würde dann eine Reduktion seines finanziellen Vermögens gebucht werden. Das ist aber nicht so wichtig für uns jetzt. Und es ist eine Einnahme in der Leistungsbilanz des Bäckers. Und da wieder in seiner Finanzbilanz, die Leistungsbilanz widerspiegelt, wäre das entweder ein Anstieg der Forderungen, das ist vielleicht doch nicht so uninteressant, weil es ja zwei Möglichkeiten gibt zu zahlen, ne? Entweder Cash oder über Forderungen. Ne? Oder ich bleib das dem Bäcker schuldig. Ne? Das heißt, auf jeden Fall gibt es diese Einnahme, diese Ausgabe. Die gibt es auf jeden Fall, weil ich das Brot kaufe. Wie ich das finanziere, ist eine zweite Frage. Und ich kann zum Beispiel jetzt meinen Geldbestand an Zentralbankgeld verringern, an Euro, und er erhöht seinen. Oder ich kann eine Schuld gegenüber ihm aufbauen. Er bekommt eine Forderung und ich habe eine Schuld. Wenn mich der Bäcker gut kennt, dann sagt er, gut, zahl es in einer Woche oder zahl es, wenn du das nächste Mal kommst. Und damit haben wir ein Schuldforderungsverhältnis. Wäre eine andere Finanzierung als über Zentralbankgeld. Okay. Und für die Flüsse im Aggregat gibt alle Ausgaben der einen sind immer Einnahmen der anderen. Die Summe aller Ausgaben entspricht in der Gesamtwirtschaft der Summe aller Einnahmen. Wieder logisch. Ja? Wenn ich mir das Gesamte anschaue, die gesamte Welt, dann müssen alle Ausgaben allen Einnahmen entsprechen. Und die Gesamtwirtschaft kann keine Leistungsbilanzüberschüsse oder Defizite einfahren. Es können einzelne Personen oder einzelne Staaten können Leistungsbilanzüberschüsse einfahren, wie Deutschland das ja permanent macht. Aber es kann die Weltwirtschaft niemals einen Leistungsbilanzüberschuss erwirtschaften, weil da müsste sie mit dem Mars handeln oder mit sonst irgendwem. Das ist eine relationale Angelegenheit. Okay. Das wäre der Versuch, ob wir aus dem Publikum heraus die drei Partialsätze für die Leistungsbilanz, Partialsatz, Relationalsatz und Globalsatz für die Leistungsbilanz formulieren können. Wir haben es jetzt schon bei den anderen angeschaut. Was wäre der Partialsatz für die Leistungsbilanz? In letzter Konsequenz heißt das. Individuelle Einheiten können einen Überschuss oder ein Defizit in der Leistungsbilanz einfahren. Ganz genau. Was wäre der Relationalsatz? Die Kondition. Das heißt, ein Überschuss muss Defizit bei jemand anders gegenüberstehen und Defizit Überschuss bei jemand anders. So ist es. Ja. Und der Globalsatz? So ist es. Die gesamte Gesamtwirtschaft kann keine Überschüsse oder Defizite in der Leistungsbilanz einfahren. Sie kann ihr finanzielles Eigenkapital nicht erhöhen oder vermindern. Ja? Gut. Was bedeutet das für die Makroökonomie? Schauen wir uns noch kurz an, welche Sektoren es in der Volkswirtschaft gemäß der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gibt. Weil wenn wir schon bei Buchhaltung sind, dann schauen wir uns gleich die volkswirtschaftliche Buchhaltung an. Das ist die sogenannte VGR. In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird zum Beispiel das BIP ermittelt über verschiedene Verfahren. Und in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung unterscheiden wir den privaten Sektor. Das sind die privaten Haushalte und die Unternehmen. Wir haben den Staat und wir haben das Ausland, wenn wir von einer offenen Volkswirtschaft ausgehen. Mit offener Volkswirtschaft meinen wir immer eine Volkswirtschaft, die Außenhandel treibt. Eine geschlossene Volkswirtschaft wäre hingegen eine, die keinen Außenhandel hat. Und das ist die berühmte Gleichung für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Das Y wäre das BIP,
Gesamtwirtschaftliche Nachfrage setzt sich zusammen aus dem Konsum des privaten Sektors, aus den Investitionen der Unternehmen, aus G, Government, den Staatsausgaben und aus der Bilanz zwischen ausgeführten und eingeführten Waren, dem sogenannten Nettoexport. Das sind Exporte minus Importe. Das sind die Sektoren, die wir in der Volkswirtschaft haben. Und der Saldo des privaten Sektors sind die Ersparnisse, also was der private Sektor einnimmt, minus das, was er ausgibt, bleiben im Saldo die Ersparnisse über, die Haushalte. Die Saldo der Unternehmen sind die Investitionen. Und die Ersparnisse minus die Investitionen sind der Finanzierungssaldo des Privatsektors. Ja? Der Sparen der Haushalte minus den Investitionen der Unternehmen ergibt den Finanzierungssaldo des Privatsektors. Das heißt, für den ersten volkswirtschaftlichen Sektor, den wir definiert haben, ist das der Finanzierungssaldo. So. Und beim Staat ist es viel einfacher, das kennen wir alle, Einnahmen minus Ausgaben ist der Finanzierungssaldo des Staates. Das ist das jährliche Staatsdefizit oder Überschuss, in Deutschland jährliches Staatsdefizit, das die öffentliche Hand verbucht. Einnahmen des Staates minus das Ausgaben des Staates ergibt den Finanzierungssaldo des Staatssektors. So, und jetzt schauen wir uns die Finanzierungssalden der gesamten Volkswirtschaft an. In einer geschlossenen Volkswirtschaft würden wir sagen, der Finanzierungssaldo des Privatsektors und der Finanzierungssaldo des Staatssektors summieren sich zu Null. Das heißt nichts anderes als, wenn der Privatsektor Überschüsse hat, dann muss der Staat sich damit verschuldet haben. Und wenn der Staat Überschüsse hat, dann muss der Privatsektor sich damit verschuldet haben. Der eine Finanzierungssaldo muss, die Guthaben der einen müssen den Forderungen der anderen entsprechen. Addiert zu Null. In einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne Ausland ist es klar, um das noch einmal zu verdeutlichen, wir haben kein Ausland, wir haben nur einen Privatsektor und nur einen Staatssektor. Und logischerweise muss sich alles zwischen diesen beiden abspielen. In der offenen Volkswirtschaft haben wir die Privaten, den Staat und wir haben den Finanzierungssektor des Auslandes. Und jetzt muss ich den dazu rechnen, um auf Null zu kommen. Und ich kann auch den Finanzierungssektor des Auslandes auf die andere Seite schreiben mit einem negativen Vorzeichen. Das heißt, der Finanzierungssektor meiner inländischen Sektoren, Private und Staat, muss dem negativen Finanzierungssaldo des Auslands entsprechen. Und jetzt vielleicht ein letzter Gedankensprung, mit dem ich euch noch eher konfrontiere. Der Finanzierungssaldo der Privaten plus des Staates ist gleich, wie gesagt, das Ausland. Und wir können entweder das aus der Sicht des Auslands betrachten, dann ist es sozusagen der negative Finanzierungssaldo des Auslands, oder wir können es aus Sicht des Inlands betrachten, dann ist es der inländische Finanzierungssektor. Also das ist einfach die Sicht umgedreht, da kann ich auch das Vorzeichen umdrehen. Die inländischen Finanzierungssalden aus Privatsektor und Staat entsprechen dem Finanzierungssaldo des Inlandes gegenüber dem Auslandes und das ist die Leistungsbilanz, von der in den Medien so viel die Rede ist. Okay? In einer geschlossenen Volkswirtschaft können die Menschen nur das konsumieren, was sie produzieren. In Nordkorea wenn Nordkorea keinen Handel treibt mit dem Rest der Welt, dann kann man dort nur das konsumieren, was dort produziert wird. Der Staat kann sich nur bei den eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern Geld borgen. Schulden des Staates müssen dann den Guthaben der privaten Haushalte, Banken, Unternehmen entsprechen. Wir haben vorgesehen, die Finanzierungssalden dieser beiden Sektoren, private und Staat, müssen Null ergeben. Das heißt, die Schulden des Staates müssen von den Privaten kommen, müssen von den Privaten finanziert werden. In einer offenen Volkswirtschaft können die Menschen mehr bzw. weniger konsumieren, als sie produzieren. Warum? Haushalte, Unternehmen oder Staat können insgesamt mehr Güter aus dem Ausland einführen, als sie ausführen oder umgekehrt. Das heißt, wenn ich eine gewisse Anzahl an Gütern einführe, brauche ich nicht so viel herstellen. Im eigenen Staat. Oder wenn ich eine gewisse Anzahl an Gütern ausführe, können andere weniger herstellen, als sie konsumieren. Übertreffen die Exporte die Importe, dann wirkt sich das positiv auf die Leistungsbilanz aus.
Die Volkswirtschaft baut Guthaben im Ausland auf. Ist das logisch? Wenn die Exporte die Importe übertreffen, haben wir einen Überschuss. Und das heißt, wir kriegen Guthaben gegenüber dem Ausland. Das heißt, das Ausland hat Schulden bei uns. Oder wir bauen bestehende Schulden, die wir schon hatten, ab. Übertreffen die Importe die Exporte, wirkt sich das negativ auf die Leistungsbilanz aus und die Volkswirtschaft verschuldet sich im Ausland. Oder verringert bestehende Guthaben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Die ganze Diskussion über Exportüberschüsse oder Importüberschüsse bedeutet immer, die sind immer verbunden mit einer Verschuldung im Ausland. Wenn jemand mehr exportiert, als er importiert, dann macht er das Ausland zu seinen Schuldnern und wenn jemand mehr importiert, als er exportiert, macht er das Ausland zu seinen Gläubigern. Okay? Und das geht natürlich nur in einer offenen Volkswirtschaft, wo wir mit dem Ausland überhaupt in Interaktion sind. Und jetzt schauen wir uns ein Beispiel an. Der Staat verschuldet sich stärker, als die Privaten im Saldo sparen. Überlegen wir nochmal kurz. Die Privaten, also die Haushalte und die Unternehmen, haben eine gewisse Ersparnis und der Staat hat eine gewisse Verschuldung. Und wenn sich der Staat stärker verschuldet, als die private Ersparnis ist, wo muss er dann seine Schulden aufnehmen? Im Ausland. Weil sonst könnte er das gar nicht machen. Die Volkswirtschaft häuft Schulden an oder baut bestehende Guthaben ab. Wir reden jetzt von volkswirtschaftlichen Schulden, nicht von Schulden des Sektors Staat, weil der Sektor Staat ist ja nur ein Sektor der Volkswirtschaft, sondern wir reden von der gesamten Volkswirtschaft, Staat und Private. Und die gesamte Volkswirtschaft häuft jetzt Schulden an oder baut bestehende Guthaben ab. Das heißt, minus FS vom Staat, also der negative Finanzierungssaldo des Staates, ist größer als der positive Finanzierungssaldo der Privaten. Das bedeutet, ich habe eine negative Leistungsbilanz. Muss das automatisch heißen. Und das war zum Beispiel so in Italien. Und um keine Verwirrung entstehen zu lassen, falls sie nicht schon längst entstanden ist, das, was hier als externer Sektor bezeichnet wird, ist jetzt die Sicht des Auslandes. Ja? Wir haben gesagt, die Sicht des Auslandes auf die Leistungsbilanz ist genau spiegelbildlich zur Sicht des Inlandes. Das heißt, der externe Sektor ist der bei Italien hier von 1995 negativ ist und dann positiv wird. Das ist so zu interpretieren, die minus 2 heißt, Italien macht Leistungsbilanzüberschüsse, weil das ja die Sicht des Auslands ist, aus der Sicht das Ausland verschuldet sich. Und hier baut das Ausland Guthaben auf. Das heißt, das ist aus Sicht des Auslandes. Aber aus italienischer Sicht heißt minus 2 ein Guthaben und plus eine Verschuldung. Weil das ja genau spiegelbildlich ist. Und hier sehen wir, die drei Sektoren müssen immer genau zusammenspielen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Mitte der 90er Jahre hernehmen, haben wir eine extrem hohe private Ersparnis in Italien. 10% am BIP. Und wir haben ungefähr 8% Staatsschulden. Und wenn wir die beiden zusammenrechnen, dann muss genau herauskommen, die minus 2, die das Ausland absorbiert, wenn wir diese beiden Sektoren saldieren. Das ist immer, in jedem Jahr passt das genau zusammen. Und wir sehen hier, was haben wir gesagt, was ist das für ein Fall? Das ist der Fall, wo der Staat verschuldet sich stärker als die Privaten im Saldo sparen. Und das haben wir vor allem in dieser Periode hier. Da sehen wir, wir haben relativ hohe oder wir haben merkliche private Ersparnis des Privatsektors. Wir haben aber eine höhere staatliche Verschuldung. Und insgesamt geht es dann ab 2001 in den negativen, die Gesamtwirtschaft in den negativen Bereich. Und wenn die Gesamtwirtschaft in den negativen Bereich geht, heißt das, wir haben Leistungsbilanzdefizite. Das haben wir ab 2002. Das ist jetzt der Fall Italien, wo der negative Beitrag des Staates den positiven Beitrag der Privaten überkompensiert. Wir haben auch den Fall, dass der Staat positiv bilanziert hat und die Privaten negativ. Auch dann haben wir eine negative Leistungsbilanz, wenn
wenn die private Schuldenaufnahme höher ist als die staatliche Ersparnis. Logisch, weil das muss ja im Ausland, die Schulden müssen ja im Ausland gemacht worden sein, ne? Wieder. Die Staatsüberschüsse sind geringer als die private Neuverschuldung. Die Volkswirtschaft häuft Schulden an oder baut bestehende Guthaben ab. Und das waren zum Beispiel Spanien oder Irland vor der Krise. Und zwar sehen wir das in den, also das sind jetzt nur ein paar Jahre, dieses Szenario, aber wir sehen das hier. Hier sehen wir, der Staat ist positiv, aber die Privaten haben die ganzen Schulden aufgenommen. Spanien, eine kreditfinanzierte Blase. Oder auch in Irland, hohe private Verschuldung. Das heißt, der Staat war zwar im Plus in Spanien, aber die Privaten waren im Minus. Und insgesamt führt das zu einer negativen Leistungsbilanz der gesamten Volkswirtschaft. Aber Spanien wurde von der EU-Kommission als Musterschüler bezeichnet vor der Krise. Als Musterschüler, weil der Staat im Plus ist. Und was mit den anderen Sektoren ist, war denen wurscht. Dass das aber viel stärkere Auswirkungen hat als Deutschland, wo es umgekehrt ist, das hat vor dieser Krise zumindest der Mainstream der politischen Akteure in Europa überhaupt nicht bedacht. Und in Irland war es genauso. Das heißt, zwei von vier schweren Krisenstaaten, wir haben ja Griechenland, Italien, Irland und Spanien und Portugal, okay, oder zwei von fünf hatten vor der Krise Überschüsse im öffentlichen Sektor. Das führt schon zu der Frage, und Spanien übrigens eine Verschuldungsquote von 40%, das ist die Hälfte von Deutschland. Das führt schon zu der Frage, ob die Staatsschulden wirklich der Hundianer, oder also ob die Staatsschulden wirklich der Kern des Problems sind. Das nächste Szenario ist, wir haben einen negativen Beitrag des Staates und einen negativen Beitrag der Privaten. Das heißt, ziemlich fette negative Leistungsbilanzen. Der Staat und der private Sektor machen Schulden, die Volkswirtschaft häuft massiv Schulden an oder baut bestehende Guthaben ab. Und das sind unsere Spezialfälle Griechenland und Portugal. Das ist dann wirklich eher Zappenduster, die Angelegenheit. Hier sehen wir, beide Sektoren, Staat und private, sind so stark im Minus, zum Beispiel hier im portugiesischen Fall, auch im griechischen, beide Sektoren sind so stark im Minus, dass das heißen kann, okay, wenn sich beide verschulden, dann kann ja nur mehr das Ausland diese Schulden absorbieren. Das heißt, wir können nur mehr massive Leistungsbilanzdefizite haben. Und dann gibt es die Staaten, wo der Beitrag des Staates negativ ist, aber der negative Beitrag des Staates ist geringer als der positive Beitrag der Privaten. Und die haben eine positive Leistungsbilanz. Die staatliche Neuverschuldung ist geringer als die privaten Überschüsse. Das heißt, die Volkswirtschaft baut insgesamt Guthaben auf oder bestehende Schulden ab. Das sind Deutschland, Niederlande oder Österreich. Und hier haben wir mal Österreich und die Niederlande. Und hier sehen wir, das obere ist immer der private Sektor, der in beiden Fällen sehr, sehr stark positiv bilanziert. Dann haben wir den öffentlichen Sektor, der mehrheitlich negativ ist, in Österreich noch stärker als in Holland. Und daraus ergibt sich eine ganz starke positive Leistungsbilanz. Bitte noch einmal nicht verwirren lassen davon, dass die Leistungsbilanz hier Minus ist, weil das ist ja die Sicht des Auslands. Aus der Sicht des Inlands ist das Vorzeichen umgekehrt. Aus der Sicht des Inlands haben die Niederlande hier 5% bis knapp 10% Leistungsbilanzüberschüsse. Genauso Deutschland. Das ist vielleicht der krasseste aller Fälle. Wir sehen hier eine extreme private Ersparnis und drastische Leistungsbilanzüberschüsse, eben auch bis zu 8%. Hier. Gut, und dann haben wir noch Staaten, wo sowohl der Staat als auch der Privaten im Plus sind. Beide Sektoren machen Überschüsse. Das heißt, die Volkswirtschaft baut massiv Guthaben auf oder bestehende Altschulden ab. Das ist zum Beispiel Schweden. Und für solche Streber machen wir keine Grafiken. Nein, Schweden ist nicht in der Eurozone und deshalb habe ich für Schweden keinen Chart. Aber ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, wie das ausschauen würde. Da sind beide Sektoren positiv. Das heißt, das Ausland muss die Guthaben absorbieren.
und muss sich natürlich sozusagen bei Schweden verschulden. Die Conclusio. Sind die beiden inländischen Sektoren, private und Staat, gemeinsam im Minus, dann kauft die Volkswirtschaft unterm Strich aus dem Ausland zu und verschuldet sich oder baut Guthaben ab. Wenn die inländischen Sektoren im Minus sind, heißt das, dass man volkswirtschaftliche Schulden anhäuft. Sind die beiden inländischen Sektoren, private und Staat, gemeinsam im Plus, verkauft die Volkswirtschaft unterm Strich ins Ausland und baut Guthaben auf oder Altschulden ab. Das ist der entscheidende Zusammenhang zwischen dem Inland und dem Ausland. Und wenn wir uns jetzt wieder die Bilanz der gesamten Volkswirtschaft anschauen, dann sehen wir hier auf der Guthabenseite haben wir Sachkapital, Humankapital und finanzielle Forderungen. Und auf der Seite der Schulden haben wir die finanziellen Verbindlichkeiten. Das wäre die Bilanz der gesamten Volkswirtschaft. Und in einer geschlossenen Volkswirtschaft haben die Menschen nicht nur die Schulden, sondern auch die Guthaben. Damit wir uns das nochmal verdeutlichen. Wäre nur Deutschland auf dieser Welt, oder so, das klingt zu martialisch, sagen wir nur Österreich. Oder die Schweiz. Wäre nur die Schweiz auf dieser Welt, dann wäre das gesamte Sachkapital und das gesamte Humankapital, das wären die nicht finanziellen Assets, und dann gibt es noch die finanziellen Forderungen. Und die Verbindlichkeiten, die Schulden, die würden ja den Forderungen entsprechen. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, aus Sicht der gesamten Volkswirtschaft, addieren sich die Schulden und die Forderungen ja zu null. Okay? Das heißt, die Guthaben und die Schulden heben sich im Saldo auf, die Volkswirtschaft hat die Schulden bei sich selbst. Um uns das noch einmal zu verdeutlichen, eine geschlossene Volkswirtschaft ohne Ausland, wenn da der Staat massiv Schulden hat, dann heißt das für den Staat, ja, ein Problem für den Sektor Staat, aber für die Volkswirtschaft ist das egal. Weil die gesamte Volkswirtschaft hat nicht nur die Schulden des Staates, sondern sie hat auch die Forderungen. Weil die Leute haben ja dem Staat das Geld selbst geborgt. Ist irgendwie logisch, oder? Was für ein anderes Problem haben wir, wenn die Leute dem Staat selbst das Geld borgen, wenn die eigenen Staatsbürger das Geld herborgen? Wir haben ein Verteilungsproblem. Weil die Finanzvermögenden, die das Geld haben, das sie dem Staat borgen, die kriegen die Zinsen. Aber alle SteuerzahlerInnen und Steuerzahler müssen diese Zinsen bezahlen. Das heißt, es gibt kein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit oder kein Problem mit der Zukunft der Kinder oder kein irgendwas in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Keinerlei dieser Propagandaprobleme, sondern das größte Problem ist, dass nur die Reichen dem Staat Geld borgen können und der Staat ist eine sehr beliebte Anlageform, aber dass alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler diese Schulden dann auch bezahlen müssen und dann die Zinsen der Reichen bezahlen. Das ist ein kaum diskutiertes Problem in der Staatsschuldendebatte. Ist das klar, warum für die Gesamtwirtschaft die Staatsschulden nur ein sektorales Problem sind, aber in der Gesamtwirtschaft die Leute sowohl die Schulden als auch die Forderungen haben? Sie haben dem Staat selbst das Geld geborgt, weil es gibt ja kein Ausland. Der Staat hat die Schulden bei seinen eigenen Leuten. Und dann kann man die Frage stellen, ob sich diese Schulden auszahlen in der geschlossenen Volkswirtschaft. Und das ist eine Frage, wie werden Kredite überhaupt finanziert, auch in der Betriebswirtschaftslehre. Berühmte Ökonom Josef Alois Schumpeter, der würde ja sagen, das ist eine Spekulation in Realkapital sozusagen. Und ob sich die rechnet, wird man in der Zukunft sehen. Aber der Faktum ist, man kann jetzt auf jeden Fall kreditfinanziert investieren, als Unternehmen zum Beispiel. Und dann in Zukunft kann man aus den Erträgen die Tilgungen und die Zinsen bezahlen und vielleicht sogar irgendwann einmal einen Gewinn erzielen oder einen Überschuss erzielen. Das heißt, kreditfinanzierte Investitionen des Unternehmens rechnen sich erst in der Zukunft. Und die meisten Unternehmensinvestitionen sind kreditfinanziert. Die sind alle auf die Zukunft gerichtet. Ich habe hier das Beispiel Österreich. Für Deutschland ist das natürlich ganz ähnlich. Die Verschuldung des österreichischen Staates beträgt 72% am BIP. Aber die Verschuldung der österreichischen Unternehmen 350% am BIP.
Das ist in dieser Volkswirtschaft hier genauso. Sagt irgendwer, um Gottes Willen, der Unternehmenssektor verbaut die Zukunft seiner Kinder? Nein, die Unternehmen investieren, weil sie aus den zukünftigen Renditen diese Tilgungen und Zinsen bezahlen werden. Die künftigen Generationen zahlen nicht nur die Schulden und bekommen die Zinsen, wie wir jetzt wissen, sondern profitieren auch von den Erträgen des Kapitalstocks. Das heißt, das, was der Staat investiert hat, das wird irgendwann einmal volkswirtschaftliche Renditen abwerfen. Und wenn die Einkommenszuwächse höher sind als die Zinsen, dann hat sich die Investition ausgezahlt und wirft volkswirtschaftliche Renditen ab. Es ist natürlich nicht egal, was der Staat macht. Aber wenn der Staat sinnvoll investiert, kreditfinanziert, dann ist das wie bei einem privaten Unternehmen, wenn er sinnvoll kreditfinanziert investiert. Es wird zukünftige Erträge haben und die können die Zinslast übertreffen und dann hat sich das Ding ausgezahlt. Das heißt, die Frage ist, was damit gemacht wird. Und jetzt schauen wir uns noch die Schulden in einer offenen Volkswirtschaft an, weil die Staatsanleihen heute sehr international gehalten werden. Und das erste Gegenargument wäre sicher, wenn ich sage, der Staat hat die Schulden bei den eigenen Leuten. Dieses hier, nämlich dass die Portfolios der Staatsanleihen sehr international diversifiziert sind. Und da ist jetzt entscheidend eine integrierte Saldenbetrachtung von Staat und Privaten. Weil wir können uns einfach anschauen, okay, wie viele Guthaben, also wenn jetzt die deutschen Staatsanleihen international gehalten werden, können wir uns anschauen, na gut, wie viele ausländische Staatsanleihen halten die Deutschen? Weil uns interessiert in erster Linie das Saldo. Wir brauchen das nicht auf die Staatsausgaben beschränken, wir können das auf alle Forderungs- und Schuldtitel ausweiten. Wir können die Frage stellen, gut, wie viel Guthaben haben Deutsche im Ausland und wie viel Guthaben haben Ausländer, wie viel deutsche Guthaben erhalten Ausländer? Und sind die Schulden und Guthaben gegenüber dem Ausland genau deckungsgleich, dann ist der Staat im Saldo nur bei den eigenen Staatsbürgern verschuldet. Wenn die Deutschen genauso viel ausländische Staatsanleihen halten wie das Ausland Deutsche, dann heißt das im Saldo, dass die Guthaben der deutschen Privaten genau deckungsgleich sind mit den Schulden des deutschen Staates. Ist das klar? Das ist ein absoluter Sonderfall, oder? Natürlich wird es immer ein bisschen drunter oder drüber sein, ne? Oder drastisch drunter oder drüber. Ja? Weil, gehen wir nochmal von dem Gedankenmodell aus, weil ja oft gesagt wird, gut, aber es sind ja nicht die Inländer, die Staatsanleihen halten, das ist egal. Die Frage ist, ob die Guthaben der Inländer die Staatsschulden decken. Und da ist egal, ob das ausländische oder inländische Guthaben sind, solange sie mündelsicher sind. Wenn viel Griechenland-Portfolios dabei sind, schlecht. Ja? Aber wenn das einigermaßen sichere Anlagestruktur ist, dann heißt das, schlicht und ergreifend, dass die Inländischen die Guthaben haben, die der Staat Schulden hat, wenn das genau gleich ist. Und für Deutschland schaut das so aus. Das hier, die blaue Linie, sind alle Guthaben, die Deutsche im Ausland haben. Alle. Fast 7 Billionen Euro. 7 Billionen. 7.000 Milliarden. Und die rote Linie sind alle Guthaben, die das Ausland gegenüber Deutschland hat. Und das sind 5,7 Billionen. Und wir sehen, dass spätestens seit 2001, 2002 sich diese beiden Linien auseinanderentwickeln. Also während sozusagen Ende der 90er Jahre, ich glaube im Jahr 1998, das noch fast gleich war, da waren ein paar Millionen, nur 70 Millionen Unterschied, haben wir seit damals eine drastische Auseinanderentwicklung der Guthabensituation der Deutschen gegenüber dem Ausland. Und so schaut die deutsche Nettovermögensposition aus. Wenn wir die beiden Sektoren, also wenn wir die beiden saldieren, die Guthaben, die Aktiva und die Passiva, dann kommen wir zum Ergebnis, dass im Jahr 2011 Deutschland einen Überschuss hatte von 980 Milliarden zwischen Guthaben und Schulden im Ausland. 980 Milliarden. Das ist fast eine Billion Euro.
Das heißt, die Schulden des deutschen Staates, weil die Privaten machen keine Schulden, die Privaten haben gewaltige Überschüsse. Die Schulden des deutschen Staates sind nicht nur gedeckt durch die Guthaben der Privaten, sondern die Guthaben der Privaten sind deutlich höher als die deutschen Staatsschulden. Die Nettovermögensposition Deutschlands ist deutlich positiv. In der Gesamtwirtschaft gesehen, ist es eine, weil der Staat ja nur ein Sektor ist, gesamtwirtschaftlich gesehen ist die deutsche Volkswirtschaft extrem im Plus. Das heißt, wenn wir vorher gesagt haben, okay, der Staat hat seine Schulden ja bei den Inländern. Der Staat hat, es ist nicht nur so, dass in Deutschland der Staat seine Schulden bei den Inländern hat, sondern die Inländer haben noch weit Guthaben, die darüber hinausgehen, was der Staat Schulden hat. Und das ist eine viel fundamentalere Einsicht als die Frage, wie der Sektor Staat verschuldet ist oder nicht. Weil hier geht es um die gesamte Volkswirtschaft. Und warum Spanien Probleme hatte und Deutschland nicht, liegt daran, dass die gesamte Volkswirtschaft hier in Deutschland einfach im absoluten Plus ist. Und in Spanien nur der Staatssektor im Plus war, aber die gesamte Volkswirtschaft im Minus. Das heißt, wer hier auf die Staatsschulden schaut und nicht auf das Gesamtding, der hat den falschen Indikator. Der hat nicht verstanden, worum es geht. Und hier haben wir die Entwicklung der Leistungsbilanzsalden in Deutschland seit 1979. Und schon Ende der 80er Jahre haben die extremen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse international für Diskussionen gesorgt. Aber das war noch nichts. Im Vergleich zu den deutschen Leistungsbilanzüberschüssen, die nach der Euro-Einführung entstanden sind. Gehen wir das nochmal durch. Was heißen diese gewaltigen Überschüsse? Das heißt, das Land hat mehr produziert, als es konsumiert hat. Jahrelang, sogar sehr viel mehr. Es konnte sehr viel mehr ausführen. Das heißt, erstens einmal, Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt. Weil ich kann nicht über meinen Verhältnissen leben, wenn ich mehr produziere, als ich konsumiere. Würde ich genau das produzieren, was ich konsumiere, würde ich genau an meinen Verhältnissen leben. Aber wenn ich mehr produziere, als ich konsumiere, lebe ich unter meinen Verhältnissen. Das heißt, jedes Mal, wenn die Frau Merkel oder irgendwelche anderen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder irgendwelche Ökonomen im Fernsehen behaupten, Hans-Werner Sinn oder andere, wir leben über unsere Verhältnissen, dann denken sie sich einfach, wir exportieren mehr, als wir importieren, wir produzieren mehr, als wir verbrauchen. Ist es möglich, dass wir über unsere Verhältnisse leben? Nein, das ist absolut ausgeschlossen. Und mit all diesen Überschüssen, die ins Ausland exportiert wurden, wurden im Ausland Guthaben aufgebaut. Logisch, das Ausland kann es ja nicht bezahlen. Das heißt, es bleibt das schuldig. Das heißt, die Guthabensituation der Deutschen hat diesen hier gemacht. Diesen und diesen. Das heißt, Forderungsaufbau gegenüber dem Ausland. Und diese großen, das ist der Zusammenhang zwischen dieser Nettovermögensposition und diesen Leistungsbilanzen, ist der, dass man das ausgeführt hat und das Ausland das schuldig geblieben ist. Okay? Und so schaut in den letzten 10 Jahren die Leistungsbilanzzahlen ausgewählter Euro-Länder aus. Wir sehen hier Deutschland, Niederlande, Österreich, also Euro-Raum-Länder. Deutschland, Niederlande, Österreich mit Leistungsbilanz-Überschüssen. Das hier ist jetzt in absoluten Werten. Und wir sehen hier Portugal, Irland, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien mit den Defiziten. Und weil ja immer die Überschüsse des einen die Defizite des anderen sein müssen, weil immer die Einnahmen des einen die Ausgaben des anderen sind, deshalb entsprechen sich natürlich ganz stark die Defizite in Südeuropa mit den Überschüssen in Nordeuropa.